Ob Joggen oder Fahrradfahren, draußen oder drinnen, bewegen hilft. Und das nicht nur demjenigen, der Sport treibt. Auch vielen anderen Menschen kann dadurch geholfen werden. Wie das funktioniert, weiß Guido Lohmann. Er gründete 2013 eine Aktion mit dem Titel Bewegen hilft. Das ist eine rein private Aktion, die wir ins Leben gerufen haben, die sich zum Ziel setzt, dass wir auf der einen Seite Menschen bewegen wollen, im wahrsten Sinne des Wortes Sport zu machen für sich selber, was zu tun für sich selber, und auf der anderen Seite aus dem Sport heraus und aus der Freude am Sport auch anderen Menschen zu helfen, die unsere Hilfe brauchen. Man sucht sich ein Ziel, versucht es zu erreichen. Es gibt Sponsoren, die sagen, okay, wenn du das schaffst, dann gibt es von mir 1 Euro, 5 Euro, 10 Euro. Und so kommen dann, wenn das viele machen, eben doch große Summen zustande. Und wir haben dieses Jahr 75.000 Euro erreicht, also eine Riesensumme, finde ich. Das gesammelte Geld kommt verschiedenen sozialen Einrichtungen zugute, darunter zum Beispiel dem Verein Lebenshilfe in Moers. Dieser hat Guido Lohmann überhaupt erst auf die Idee zu Bewegen hilft gebracht. Ich bin mal von einer Veranstaltung der Lebenshilfe, die ich privat besucht habe, gekommen und habe mir die Frage gestellt, was kannst du eigentlich tun, um ja vor Ort hier in der Region, in der ich lebe, was zu machen für Menschen, denen es nicht ganz so gut geht. Und so ist die Idee entstanden. Und aus dem kleinen Pflänzchen ist eine Riesenaktion geworden, die jetzt in diesem Jahr über 1.000 Menschen erreicht hat. Einer von ihnen ist Josef Weitz. Ihm kam bereits vor einigen Jahren die Idee, die Aktion Bewegen hilft mit dem Ausdauersport Indoor Cycling zu verknüpfen. Wir machen zum dritten Mal ein Spinning-Event. Wir machen dann immer zwei Veranstaltungen. Und ich lade meine Mitarbeiter und auch meine Mandanten und Freunde ein. Jeder muss seine eigenen Sponsoren quasi akquirieren. Und ich unterstütze jeden Sportler auch nochmal mit einem separaten Beitrag. Eine Stunde lang gehen 30 Teilnehmer beim Indoor-Cycling an ihre Grenzen. Ganz schön anstrengend findet auch der Geschäftsführer des Aktivsportparks Rigotil. Wichtig ist, dass man sich da nicht zu früh verausgabt und dass man in seinen Möglichkeiten fährt. Und den Flüssigkeitshaushalt sollte man auch nicht vernachlässigen. Es ist sehr schweißtreibend, dass man dann halt genügend Flüssigkeit zu sich nimmt, um die Stunde gut zu überstehen. Nach 60 Minuten ist die Indoor-Cycling-Stunde dann vorbei. Mit der Aktion Bewegen hilft geht es erst im nächsten Jahr weiter, wenn es wieder heißt Schwitzen für den guten Zweck.